So, wieder zurück. Mal gucken, wo jetzt der doofe Speicherstand war. Ey, mit dem Spiel heute, ne? Ohne Scheiße. Das ist ja nicht so, als wäre es nicht schon so krückend genug zum Ende hin, ne? Aber irgendwie steckt heute so komplett der Wurm drin. Manchmal gibt das wahrscheinlich so Tage. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev-Theater hoch. Der ja, bitte jetzt nicht nochmal von Anfang an, ich krieg eine Krise. Auf vereisten Straßen trafen ja, wir gut, die war anderen ja jetzt auch nicht ganz so viel, aber... Das geschafft! Das wird eine Geschichte! Wo ist er denn? Er wird unsichtbar! Und wir schmecken auf Scheiße! Irgendwie ist das gerade schon scheiße, weil ich komme ja nicht dazu. Ich weiß nicht, was macht hier eigentlich? Wenn ich irgendwie keine Luft bekomme, um meine Waffe da mal zu dingsen, ist das schon irgendwie kacke. Man kommt ja hier rein und dann geht schon los, ne? Kannst du die nicht mal kurz töten? Jetzt mal ernsthaft, wozu bist du denn überhaupt da? Ich habe ja auch nichts anderes mehr. Oh, meine Güte. Das ist schon scheiße, muss ich jetzt mal so sagen. Fast geschafft! Ja, schön für dich. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin muss. Alles klar! Los, 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 los! Artyom, schau dir mal diesen Raum an! Welchen Raum denn dann? Ich habe überhaupt nicht mal eine Ahnung, wo du bist. Ich habe hier gerade rumgesorgen. Du könntest mir ja mal helfen, aber du stehst ja da irgendwo in der Weltgeschichte rum. Wo denn? Welchen Raum soll ich mir anschauen? Den hier, in dem ich schon drin bin, ja? Super. Die Viecher regen mich auf, ja. Willkommen im Club, also, ne? Was? Man, sag mal, wollen die mich jetzt verarschen oder wie, ey? Fast geschafft! Ja, ja, bla, bla, bla. Leck mich am Arsch, Mann. Das wird eine Geschichte unsichtbar. Und wir schmecken nach Scheiße. Ich habe auch gerade gar keine Peinung, ob ich jetzt hier richtig bin, ob ich nicht richtig bin. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht oder so. Und da ich im Moment nicht viel sehe, ist mal alles klar! Los, komm schnell los, hier. Los, los! Was ist denn... Ah, wo soll ich denn hier lang? Hier mich durchsetzen oder was? Ah! Komm schon. Hä? Nein, geht weg. Lass mich in Ruhe. Oh, ich könnte die Tür nehmen. Das wäre voll die Option. Nur wofür? Um mir Teddy Oscar anzugucken? Der bringt mir auch nichts. Um Safe zu sehen, der mir auch nichts bringt? Ich kriege eine Krise. Also war der Weg hier gerade total arschlos und für umsonst, oder? Dass ich hier lang gehe, aber ich kann hier nichts machen. Ach du Scheiße, auch noch das Elend, ich raste aus. Oh nein, oh nein. Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah! Echt, ich habe gerade keine Ahnung, ne? Ich werde einfach ersticken. Ich weiß es genau. Was übersehe ich denn?
Die Viecher regen mich auf. Ja, das war ja, das habe ich ja schon gelesen. Irgendwie dachte ich gerade, da steht was Neues. Wo ist denn der Miller-Kunde? Er steht immer noch da vorne. Hallo? Schau dir mal diesen Raum an. Willst du mich verarschen? Artyom, du siehst doch nicht alles! Geh zurück! Ich habe echt gerade keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Meine Güte, ey. Fast geschafft! Das wird eine Geschichte. Ja, ja. Ich frage mich auch, wie viel ist denn der Zug überhaupt hier, ne? Er kommt nicht mit, er bleibt noch nicht stehen. Schau dir mal diesen Raum an. Ja, ja, mach ich doch. Die Frage ist, was ist noch zu tun? Nimm doch mal die Muni mit, Mensch. Muni ist immer gut. Schau dir mal diesen Raum an, sagt er. Ja, und wenn ich das gemacht habe, was ist dann? Hä? Erstmal ja, tauschen wir immer aus. Können wir definitiv nie mit falsch machen? Immer irgendwas. Ist hier noch was? Nein. Ich habe mir den Raum jetzt angeguckt und nun. Verstehe ich auch nicht. Das Spiel macht mich gerade wahnsinnig. Habe ich das schon erwähnt? Wahnsinnig! Fast geschafft! Und es geht schon wieder los. Oh yeah. Aha. Und jetzt läuft er auf einmal hier rum, oder was? Arsch, Mann, ohne Scheiß. Jetzt steht er wieder hier vorne rum? Nein. Jetzt läuft er rum. Aha. Dann geh auch weiter. Er wird unsichtbar. Und wir schmecken auf Scheiße. Interessant, warum läuft er jetzt weiter und hat es vorhin nicht getan? Eine Finsternis. Mann! Ey, das gibt dann auch immer den Moment, da funktioniert einfach nichts mehr. Da kannst du machen, was du willst. Da ist man einfach nur noch überfordert. Fast geschafft! Ja, so klar. Ich habe keine Lust mehr. Aber wenigstens läuft er jetzt weiter. Ich verstehe gar nicht, warum er das vorher nicht gemacht hat. Mann! Ich sag jetzt einfach gar nichts mehr. Ich bin jetzt stumm, Leute. Ich rede einfach nicht mehr. Es hat keinen Sinn. Ich brauche nicht mehr reden. Ja, helft mir doch einfach mal, du verkackter Mistkunde, Alter. Oh. Wozu bist du überhaupt da? Mann, leck mich am Arsch. Jetzt kommst du da wieder nicht rein, ne? Jetzt hängst du da wieder da vorne fest. Habe ich recht? Du hässliche Mistkrücke, Alter. Ey, mir reicht's, ne? Ich hasse dieses Spiel.
Wenn er sich da vorne nicht wegbewegt, dann brauche ich doch jetzt schon wieder nichts mehr machen, oder was? Würdest du deinen zart beseiteten Hintern mal bitte da rein bewegen? Danke. Artyom, das ist noch nicht alles! Geh zurück! Ich sag, jetzt werde ich. Nach vorne kannst du nicht, nach hinten kannst du nicht. Echt, Alter. Aber er bewegt sich da auch ja nicht weg. Der Speicherpunkt ist hier auch so geil gesetzt, ehrlich. Los! Wo rennst du denn schon wieder hin? Wieso? Schau dir mal diesen Raum an. Mann, ich raff es nicht. Ich will nicht mehr. Echt, ne? Ich bin überfordert gerade. Ich gebe gleich auf. Aber wir sind ja nun schon am Ende. Ich komme nicht dazu, meine Waffe aufzuladen. Er bleibt da vorne immer kleben. Alter. Halt deine verdammte Drecksfresse, blöder Mistkunde, Alter. Echt, Mann. Vergess nicht gleich wieder rauszurennen. Boah. Wir sind unsichtbar. Und wir schmecken nach Scheiße. Ja, du schmeckst auch nach Scheiße. Du bist Scheiße. Du bist der größte Idiot, den ich je getroffen habe, mit diesem Scheißspiel. Boah. Wozu bist du denn überhaupt da, du Vollpfosten? Und wo rennst du denn schon wieder hin? Ich raff es nicht. Schau dir mal diesen Raum an. Ich krieg ein zu viel, echt. Und nun? Bleibt er da wieder einfach stehen, warum auch immer. Und wenn ich jetzt hier rausrenne, dann bin ich einfach wieder tot wahrscheinlich. Ich kotz ab, Mann. Da, hab ich gewusst. Ey, was ist denn das? Warum ist denn hier so ein verkackter? Was ist denn... Ich verstehe es nicht. Fast geschafft! Das wird eine Geschichte. Halt deine verfickte Fresse, Mann. Ey Leute, sorry, ne? Das ist gerade für mich irgendwie... Ich krieg das nicht mehr geschissen. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob ich hier irgendwas verkehrt mache. Ich verstehe es nicht. Ey, wir sind kurz vor Schluss, ne? Und was? Fast geschafft. Mann. Ich krieg ein Problem. Und es geht schon wieder los. Der Speicherpunkt ist hier so kacke gesetzt, ne? Und der irgendwie irgendwas stimmt auch mit dem Kugel nicht. Nein, renn nicht wieder raus. Komm doch verdammt nochmal wieder hierher. Mann, ich verstehe es nicht. Wenn ich jetzt rausrenne, dann... Ne? Bringt mich wieder dieser Vogel um. Kannst du da mal bitte wieder reingehen? Danke. Ich kapiere dieses Spiel nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe es nicht. Und da ist er wieder. Ich verstehe es nicht.
geschafft! Ich versuch's jetzt noch einmal, wenn du keine Ahnung hast. Das wird eine Geschichte. Aha. Wir sind unsichtbar. Und wir schmecken nach Scheiße. Nein, dreh dich nicht wieder um. Ich versteh's nicht, ne? Alles klar! Los, 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 los! Ich versteh's nicht. Ich, Leute, ich raff's nicht. Ich raff es nicht. Ich will das Scheißspiel doch nur zu Ende spielen. Und wir sind doch nicht schon am Ende. Ich meine, was soll denn dann? Und er rennt wieder rauf. Pass auf. Wir sind unsichtbar. Weil? Und wir schmecken nach Scheiße. Alles klar. Los, 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 los. Nein, nicht wieder rausrennen. Adieu. Schau dir mal diesen Raum an. Was stimmt denn nicht mit ihm? Wozu sammle ich das eigentlich noch ein? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ob ich vielleicht einfach nicht rennen darf? Ich glaube, das könnte sein, ne? Jetzt würde ich mich... Ich glaube, der hat mich immer nur geschnappt, wenn ich gerannt bin, oder? Ich lasse es mal drauf ankommen. Komm hierher zurück! Ja, es wäre nett, wenn du mitkommen würdest, weißt, dann halt, ne? Wäre das ja kein Problem. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das jetzt hier noch machen soll, weil man ohne Scheiß, irgendwann reicht eigentlich auch, aber... Das geschafft! Das wird eine Geschichte! Sein, wenn du jetzt wieder rausrennst, ne? Und dann wieder raus. Wir sind unsichtbar. Und wir schmecken nach Scheiße. Alles klar! Los, 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 los! Nein! Geh wieder! Mann, oh, du verfickte Dreckfotze! Ey, ich raff mich nicht. Er kommt auch nicht wieder dann, ne? Ey, du verkackter Vogel, ne? Würdest du jetzt mal deinen verschissenen Hintern da wieder reinbewegen? Danke! Ich bin dich einfach um! Du Mistvieh, ey. Das kann doch nicht sein. Und wenn ich jetzt lang gehe, komm wieder zurück! Weil ich so weit weg bin! Das ist doch nicht alles. So. Mir reicht's. Ich starte das jetzt noch einmal von vorne und hoffe. Ja, ist mir jetzt egal. Ich starte das Kapitel einfach nochmal. Es war ja jetzt nicht viel. Ja, gut. Und welche Hilfe hast du gefunden? Miller und ich verließen den Zug und kletterten. Erzähl mal, weil ich bin mit meinem Latein hier eh am Ende. Ich verstehe das nicht. Kino Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger. Das geschafft! Das wird eine Geschichte! Wir sind unsichtbar! Und wir schmecken nach Scheiße! Nein, 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 nein. Ob ich jetzt nicht sterbe? Nein!
Man leckt mich am Arsch. Echt, leck mich einfach verdammt nochmal am Arsch, Mann. Oh. Und jetzt bleibt er bestimmt gleich wieder da vorne kleben, nicht? Raste aus. Ja, habe ich ja, also, ne? Das, was du gerade geschrieben hast, Ria, habe ich ja doch gemacht. Aber er ist ja immer wieder nach vorne gerannt. Und wenn ich zu weit von ihm weg bin, dann kommt ja offensichtlich dieses andere Vieh. Also habe ich ja deswegen gerade neu geladen, weil ich dachte, das ist vielleicht halt einfach ein Fehler, dass er dann immer nach vorne rennt. Gerade eben hat es ja dann auch funktioniert. Ich war doch schon bei ihm. Wie lange machen wir das jetzt eigentlich schon? Das geht doch schon, das ist doch schon echt überhaupt. Boah. Ich will nicht mehr. Das wird eine Geschichte. Mann, ich krieg eine Krise. Und Schmeckner, Scheiße. Blablabla. Ich kann's nicht mehr hören, Mann. Erzähl das deiner Mutti. Weil er ist auch so komplett geil unnütz, ne? Und jetzt rennt er schon wieder weg. Ich krieg die Krise. Ja, wie wär's denn, wenn du einfach, Mann. Ich verstehe das nicht. Echt nicht. Wenn ich mich so weit von ihm nicht entfernen darf, aber auch nichts anderes machen kann, bin ich irgendwie ganz schön am Arsch, würde ich behaupten. Ich will nicht mehr. Ich höre auch gleich einfach auf, ist mir egal. Wir sind hier schon am Ende, aber wir werden das Ende niemals sehen, weil ich das Spiel einfach in die Tonne trete. Echt jetzt? Einfach so, mach ich das. Egal. Tja. Mhm. Miller, was sagst du? Ich habe alles getötet. Und jetzt? Was hältst du davon, wenn wir weitergehen? Das ist so eine gute Idee. Das meine ich. Er bleibt da einfach stehen. Er hängt da, warum auch immer. Ich weiß nicht, was mit ihm stimmt. Meinst du, das ist der Fehler? Ich darf nicht vorrennen. Trotzdem ist das denn schon bescheuert, nur weil ich ein Stück vorlaufe, dass er dann. Was ist denn mit ihm? Jetzt ist er also bockig oder wie soll man das verstehen? Also, weiß nicht. Dann versuche ich mal, eiskalt hinter ihm zu bleiben. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Mit die Waffe aufladen und den ganzen nicht. So macht er das im Video, kein Plan. Da hast du ja recht, wo ich vorhin die ganze Zeit hinter ihm geblieben bin, bin ich ja auch, glaube ich. Bin nicht sicher. Da. Und jetzt, weil er sich jetzt umgedreht hat, bin ich jetzt vor ihm und jetzt zählt das dann nicht mehr. Oder was? Hier, guck es hier an. Das glaube ich nicht, Mann. Hier, guck mal, jetzt bin ich auch vor dir. Dreh dich jetzt um und renn in die andere Richtung. Ey. Leute, ich sag euch, ne, mir ist das gleich einfach scheißegal. Ohne Mist, Alter, ich lösche das Spiel gleich. Ich spiele es einfach nicht mehr zu Ende. Das kann doch nicht sein, ehrlich nicht. Raff ich nicht. Halt deine verfickte Fresse, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich komme mir dazu, nicht die Waffe zu laden. Töte ich irgendwas hinter mir, dreht er sich um.
Das wird eine Geschichte. Ah, mal ein bisschen schneller gehen, bitte. Schneller, schneller, schneller. Da. Ich glaub's nicht, echt nicht. Mhm. Schau dir mal diesen Raum an. Halt deine verschissene Fresse, du blöde Krüppelscheiße. Ein Versuch mache ich noch, ich lade das komplette Kapitel jetzt neu. Ist mir jetzt egal. Wenn's dann auch nicht klappt ohne Scheiß, Mann, dann kacke ich da einfach drauf, dann ist mir das egal. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel. Ich hab die Schnauze voll, das kann doch nie sein. Der Rostam-Kino-Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen. Ich sag ja, das Spiel ist, weiß ich nicht, das steht heute alles unter keinen guten Stern. Kannst du sagen, was du willst? Können wir das irgendwie überspringen? Scheint nicht so, oder? Ja, ja. Boah. Ist ja, glaube ich, eh egal, ne? Ich muss ja hier nicht unbedingt schießen. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Egal, ich bilde keinen Kreis mit euch. Ja, egal, das ist nicht so, glaube ich. Ich hoffe auf die Mühe, damit ich jetzt auch gleich. Ruhig bleiben! Aber natürlich könnten wir die Waffen gleich mal aufladen, dann haben wir den Ärger nicht gleich. Anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Ja, sofort. So. Auf mein Zeichen. Scheiße! Feuer frei! Irgendwie machen wir so eine Zeitwahl. Ich glaube, das stört ihn eh, wenn ich ihn sterbe. Oder doch, ich weiß gar nicht. Nee. Dann haben wir nämlich auch gleich noch Muni gespart und... Ja. Dämonen! Kannst du mal versuchen, am Anfang, wenn der durchgeht, schön zu bleiben und einfach alles vorne, was vorne ist, abzuschneiden? Wie, wann meinst du jetzt gleich oder was, wenn das jetzt hier gleich losgeht oder wie... Die Horde hat sich zerstreut. Das ist unsere einzige Chance, den Turm zu erreichen. Also meinst du, ich soll jetzt ab jetzt einfach hinter ihnen bleiben und nicht ein einziges Mal vorlaufen und einfach nur alle töten? Wo er immer zurückrennt. Los geht's. Ja, ich war doch da auch nur hinter ihm, wo er vorhin immer zurückgerannt ist. Ich habe mich ja nur umgedreht und habe hinter mir die Viecher getötet, damit die mich nicht killen. Und dann ist er ja immer, hat er sich ja auch umgedreht. Ich bin doch da nachher gar nicht mehr vor ihm gelaufen, wo du das erste Mal schon gesagt hast. Ich hoffe ja, dass das jetzt irgendwie nur so ein kleiner Fehler war, der jetzt durchs Neuladen sich dann hier... Weil ich den Neustart des Kapitels erledigt hat. Aber jetzt mal ernsthaft, was ist denn das für eine Pisse und so was wirklich behoben wurde? Heute ist da eh der Wurm, das Spiel schmiert ja auch andauernd ab. Und umdrehen tut er sich gar nicht im Video. Er hat wohl vorher die alle da abgeknallt, sodass keiner mehr von hinten kommt.
kommen kann, meinst du wahrscheinlich, denn er bleibt vorne stehen und der andere geht vor. Ja, ich denke mal jetzt, ich weiß nicht, ich hoffe, dass jetzt hier auch alle tot sind, also... Geschafft! Das wird eine Geschichte. Oh, jetzt sind wir uns hier mal alles mit. Jetzt ist er auch schon drin, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, jetzt geht er ja schon vor. Ja, vielleicht lag das daran, weil die Viecher da noch gelebt haben. Vielleicht bin ich hier zu schnell reingegangen. Es war trotzdem irgendwie so ein Unding dann, dass das gleich so abspackt. Wir sind unsichtbar. Oh, ja. Und wir schmecken nach Scheiße. Und in der Hinsicht trotzdem dann, wenn sie wirklich daran gelegen haben soll, irgendwie bescheuert. Woher soll man das denn wissen? Alles klar! Los, 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 los! Was ja auch komisch ist, beim ersten Mal durchlaufen hier bin ich doch auch nach hinten durchgekommen, ohne dass mich dieses Vieh immer getötet hat. Suchen Sie uns einen Weg nach oben! Oh. Ja, schon komisch irgendwie, ja, egal. Das muss man, wie gesagt, erstmal wissen. Das, ne? Ich hasse das, wenn so eine Fehler im Spiel passieren. Echt. Ja, einen Weg nach oben. Bist du ein ewiger Optimist mehr? Leichter gesagt als getan. Wie jetzt? Gut, ich habe eine Idee. Klettere auf den Aufzug drauf. Wir versuchen, die Halterung des Gegengewichts zu lösen. Und wie hat's nun geklappt? Hab gerade einen anderen. Habt ihr nicht mitbekommen? Na, ich habe das Kapitel neu halt gestartet gehabt und bin jetzt die ganze Zeit hinter ihm geblieben und wie du schon sagtest, jetzt waren keine Viecher mehr, die von hinten kommen konnten und dann hat er sich auch nicht umgedreht. Aber trotzdem, sowas muss man erstmal wissen. Jetzt wird es heftig. Oh, mir wird ganz schön dicht. Scheiße! Alter! Was haben wir hier denn noch? Einen mühseligen Schritt nach den anderen steigen wir dem Turm hoch. Wir kommen aus dem Untergrund und wir erstürmen den Himmel. Wolken umgeben uns wie undurchdringliche Mauern. Die Stufen sind extrem verfallen und zerbröckeln unter unseren Füßen. Stark genug zu sein, uns die Haut von den Knochen zu peitschen. Wir sind im Himmel nicht willkommen. Unser Platz ist dort unten. Aha. Geh weg. Ach. Verarscht mich doch jetzt. Muss ich hier weiter? Du bist ganz schön aggressiv für den Alter. Versuche einen Weg zu finden, ja, ich versuche. Okay, ich versuche mich jetzt hier einfach irgendwie durchzugehen. Ich habe eh überhaupt gar keine Nerven mehr für irgendwas, aber ich kann jetzt auch nicht aufhören, bevor das nicht vorbei ist. Ja, na sicher kann ich nicht durch die Tür gehen, das ist auch logisch. Warum sollte man noch durch Türen gehen können? Bekloppt. Niemand geht durch Türen. Hinter dir, Artyom! Was ist hinter mir? Hilfe! Alter, geh weg! Da ist eine Treppe in deiner Nähe! Naja, komm hoch! Schreib mich nicht an. Lass mich in Ruhe. Schnell.
Gut gemacht. Haben wir schon. Bitte kommen, Ulvan. Wir haben gerade ein paar Dämonen abgewehrt. Gehen noch weiter hoch. Mein, warum höre ich ihn denn da doppelt? Das ist ja... Bitte kommen! Mila, schieß! Artyom! Schieß! Artyom, Mila, bitte kommen! Wo ist er denn? Ach da. Bitte kommen, Ulman! Ich bin verwundet! Ich bin verwundet! Bleiben Sie mit dem Kontakt! Das sind ja, ey, diese Spielfehler, nicht? Ich schwör's dir. Ende. Der Laser nützt uns hier gar nichts, Artyom. Die Wolken sind viel zu dicht. Du musst so hoch klettern, wie du kannst, und das Leitsystem einrichten. Bewegung, Junge. Jetzt mach schon. Ich beeile mich alleine deswegen, weil ich gar keine Lust mehr habe. Meine Fresse. Komme ich ja hier auch nicht weiter. Oder? Wenn ich jetzt ein bisschen stiller werde, einfach drauf scheißen. Ich habe keine Lust mehr zu reden. Ich will einfach nur noch durchkommen. Oder auch nicht, weil keine Ahnung, ich will ja nicht mehr so lang muss. Wenn du da jetzt runterfällst, Freunde, ne? Hau ich dich. Meine Nerven. Meine Nerven. Ist ja hoffentlich bald geschafft, ja. Ich hoffe es auch. Ich habe noch nie so sehr ein Ende eines Spiels herbeigesehen wie das heute, ohne Scheiße. Könnte es denn jetzt hingehen? Hier schon? Ja, Treppe nach oben. Okay. Er ist hier. Wer ist hier? Er bringt den Tod. Willkommen, Artyom. Irgendwas blockiert das Signal. Er kommt, Artyom. Das stimmt eigentlich mit uns nicht. Ich hoffe, das wird wenigstens noch aufgeklärt. Wenn die das jetzt hier am Ende nicht aufklären, dann kriege ich eine Krise. Weil ich dann gar nicht weiß, wofür das alles. Ja, die 8 Patronen kann ich mir dann wahrscheinlich auch sparen. So. Lalalala. Wir drohen zu ersticken. Juhu! Das freut mich. Ist ganz schön abenteuerlich hier. Ah. Nein! Oh. Ich kann hier gar nicht runterfallen? Oder bin ich gerade nur... Hatte ich gerade ein Glück, dass ich hier nicht runtergefallen bin? Da hoch komme ich jetzt aber auch nicht mehr, ne? Na, sauber! Ich muss mich raten, dass hier unten ist die Treppe, die wir vorhin gerade hochgegangen sind, ne? Beziehungsweise gerade eben. Da. Bleib da, hier bei mich! Geh weg. Geh erst recht weg. Blödes Fliegevieh.
Obwohl, komm mal her, ich schwinge auf deinen Rücken und dann kannst du mich nach oben bringen. Dann kann ich mir den ganzen Mist hier sparen. Das ist doch auch okay. Muss ich da auch lang? Sagt nichts. Sagt nichts. Ich halt auch meinen Mund. Das Schlimme ist ja, umso öfter man dann auch runterfällt, man wird ja immer friemliger und friemliger und genau das ist dann auch verkehrt. Was stimmt denn mit diesem Spiel nicht? Kommt jetzt wieder einfach hoch. Ich traue mich gar nicht, mich zu bewegen. Ich falle auch hier gleich runter. Wo soll ich denn überhaupt hin? Man will das Spiel mich verarschen. Nee, Mann. Ich will nicht mehr. Geh nach Hause. Bin ich jetzt oben? Ja? Hab ich's geschafft? Schön, cool. Artyom, das Signal ist einfach perfekt. Halte noch eine Minute durch, dann kriegen wir sie. Du wirst aufgehalten werden. Ihr darf nicht. Wir werden die Zerstörerin. Was geht hier ab, Mann? Was ist los mit uns? Wow, sieht das krass aus. Guck mal, wenn ich mich ganz schnell drehe, wird euch dann auch so schlecht wie mir? Ja. Nö. Hey, das sieht echt krass aus, Mann. Nicht wahr, oder? Wollen die mich jetzt verarschen? Ja, und jetzt falle ich hier wieder runter, oder wie? Nee. Leck mich am Arsch. Was ist denn das? Verstehe ich nicht. Das sieht cool aus, wie die Steine dann so. Ah, okay. Du wirst aufgehalten werden. Von wem denn? Wer oder was sind das? Die da. Und warum sehen wir das und andere nicht? Echt jetzt, ich will jetzt antworten. Sofort. Gib mir Antworten. Ich will das doch nicht alles umsonst gemacht haben. Los. Er kommt, um uns zu zerstören.
Wer, ich? Alter Schwede. Was soll ich denn da an der Stelle machen? Oh Mann, ey. Das Spiel macht mich fertig, ne? Wieso ärgert das Spiel mich so? Ich meine, ich habe dem Spiel doch nichts getan. Vor dem heutigen Tag fand ich es noch echt cool. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Womit hast du nicht gerechnet? Ich rechne hier bald mit gar nichts mehr. Ich jetzt wieder. Mann, was muss ich denn an der Stelle da machen? Boah, ich dieses Spiel, Alter. Ja, nu, schneller. Hoch, 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 hoch. Meine Fresse. Muss ich da irgendwie schneller zu ihm hinrennen, denn oder so? So wie ihm gerade auch. Ich flitze einfach. Und ich flitze. Ui. Genau, ich mach dich kaputt. Ah, pass auf, ich mach dich kaputt. Wahrscheinlich darf ich mich von dem dann nicht kriegen lassen oder was? Ich habe echt keine Ahnung, Mann. Alter. Ich will nicht mehr. Nein. Ich sage, vor dem heutigen Tag fand ich das Spiel echt noch cool. Ach, das klappt auch nicht. Ich dachte, ich kann da schneller durchflitzen. Ich bin so müde. Ich will nicht mehr. Nein, lass mich. Ich will nicht zu dir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier machen soll. Echt, nee, wenn das Spiel zu Ende ist, brauche ich glaube ich erstmal einen Psychiater, Alter. Ich bin durch. Ehrlich. Ob ich einfach in die andere Richtung gehe? Da, wo nicht rot ist? Ich versuch das einfach mal. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn hat. Auf jeden Fall kam ein Speicherpunkt. Ich kriege eine Krise, Alter. Laufe ich gerade hier immer nur im Kreis? Ja, renne immer entgegengesetzt. Okay. Aber was muss ich hier tun? Auch entgegengesetzt gehen? Hilfe, Mutti! Sag mal, es kann doch nicht sein. Oh, warte, warte, jetzt sieht anders aus, oder? Nein! Lass mich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Nein, ich gebe niemals auf.
Obwohl mir schon tausendmal heute danach war und ich sitze immer noch hier und zock die Kacke. Was? Nein! Hat er mich jetzt verarscht? Das kann doch nicht sein. Aber in welche Richtung soll ich denn dann? Da verarscht er mich einfach. Es gibt Dinge. Oh, aber wenigstens ist jetzt hier der Speicherpunkt und wir müssen uns die ganze Videosequenz nicht nochmal reinziehen. Wie geil. Also ich habe ihn da stehen sehen. Du musst immer weg von ihm. Ja, aber er war doch in beiden Richtungen gerade. Es war doch gerade egal, in welche Richtung ich war, da war er doch. Warte mal. Das ist auch so hart, ne? Irgendwie sieht das komisch aus. Hallo? Nein! Wie jetzt? Oh, jetzt hab ich gerade Angst gekriegt. Was geht denn jetzt? Was ist jetzt denn anders? Okay. Kletter da hoch! Nicht runterfallen! Ey, wenn ich jetzt schon wieder sterbe, denke ich. Okay. Sterben sieht anders aus. Gesund sieht das aber auch nicht aus. Springen! Wow. Das sieht fett aus irgendwie. Er kommt, um uns zu zerstören. Ihn aufhalten, Vater. Ihn zerstören. Die Stimme macht einen Kürre. Ja, ich spiele das. Also, frag mich mal. Ich bin schon Kürre. Ich brauche einen Psychiater nach dem Spiel, wenn wir hier durch sind. Ohne Scheiß. Er kommt, um uns zu zerstören. Mehr darf nicht. Ist es feindselig, töte es. Wer ist das? Ist das Hunter? Mit dem habe ich auch, ne? Weil ich nicht weiß, was mit dem passiert ist. Das hat mich auch so verwirrt irgendwie. Okay, jetzt komme ich, um dich zu zerstören. Ist er jetzt tot? Alter, wie lange brauchen wir denn zum Nachladen? Hallo? Überlebender 2034. Sequenz abgeschlossen. Wow. Artyom, die Raketen sind unterwegs. Wenn's böse ist, töten sie es. Ja. Genau, alles töten, was böse ist. Und jetzt?
Ein weiser Mann sagte einmal, der, der einen Krieg aus Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich, als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Darauf habe ich einfach keine Antwort. Nein. Oh Mann. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mit dem Ende zufrieden bin. Ich meine, gut, dafür gibt es ja dann vielleicht noch den zweiten Teil. Ich habe keine Ahnung. Ich werde ihn definitiv heute nicht mehr anfangen, aber dann demnächst. Das Spiel hat mich zum Ende fertig gemacht. Ich brauche einen Psychiater, immer noch. Meine Güte. Oh. Das war's. Ich fühle mich gerade so total unbefriedigt. Ich sitze jetzt hier und denke mir so, willst du mich verarschen, Spiel? Willst du mich echt verarschen? Ich bin mit dem Ende überhaupt nicht zufrieden. Noch nicht mal ansatzweise. Das werde dann wohl ich sein? Was, der Psychiater? Ja, wahrscheinlich. Also, mach dich schon mal bereit. Ich rufe dich gleich an. Oh Mann, ey. Ja. Drücke X zum Überspringen. Ich mach das einfach mal. Tja. Tja, dann werde ich, wie gesagt, beim nächsten Mal, also den zweiten Teil spiele ich dann auch nicht mehr heute, aber halt im Anschluss. Jetzt halt dann nächstes Wochenende, denke ich mal. Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt, ich bin gerade so komplett so... unzufrieden, einfach unzufrieden. Aber das gibt sich dann vielleicht auch noch. So, aber nichtsdestotrotz, ich bin erstmal froh, dass ich den Teil dann geschafft habe, dass dann heute gegessen ist, das Ding. Das Spiel hat mir heute nur Probleme gemacht. Ja, und dann danke ich allen fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntagabend und ich denke mal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Macht's gut!